Walaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwester. Also, wenn das Blutbild gut ist, vor allem der Vitamin D3-Spiegel und sonst auch alles abgecheckt ist, also auch mit Schilddrüse, Krebs etc., dann deutet dies auf Ein- und Hasad hin, dass du so Haare verlierst. Höre dir gezielt Rukyas für dieses Topic an, für Ein- und Hasad. Ich habe dir einen Link für eine gute Rukia beigefügt und auch hier im Video wirst du sie inshallah unten in der Beschreibung nochmals finden. Sonst hier auf dem Kanal einfach suchen. Belese Wasser, mach dabei viel Dua für deine Heilung und dusch damit. Gut wäre die Dusche dreimal pro Tag, aber zumindest einmal täglich über mehrere Tage hinweg. Und zum Wasser gibst du auch etwas Salz und Essig. Essig, also bevorzugt Apfelessig, Essig und Salz, wenn du hast, mehr Salz, ansonsten das normale, übliche Haushaltssalz. Des Weiteren kannst du auch Olivenöl oder Schwarzkümmelöl belesen und dich damit einreiben. Schütze dich mit der bekannten Ein Hasad Adiyat und mit Surah Al-Falaq. So oft wie möglich am Tag rezitieren. Diese Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für seine Enkel Hassan und Hussein gegeben hat, füge ich auch nochmal bei im Video, aber auch sonst in der Beschreibung. Aber sie ist auf jeden Fall in Hisnul Muslim zu finden. Wende dich mit diesem Problem an Allah Subhanahu. Erbitte von ihm Hilfe und Beistand und Schutz und Heilung. Ich weiß nicht, inwieweit du bedeckt bist, Schwester. Aber mein Rat an dich ist, zeige deine Haare so wenigen wie möglich. Wenn du auch Fragen, Anregungen hast, so sende sie uns. Entweder über Facebook, über das Profil von Islam Hörbar als Privatnachricht oder hier auf der Frontseite des YouTube-Channels findest du die Kontakt-E-Mail-Adresse, wo du dein Anliegen, deine Fragen uns schreiben kannst. Wir werden versuchen, schnellstmöglich dir eine Antwort zu geben und gegebenenfalls wird dies im privaten Bereich geschehen oder auch als Video veröffentlicht. Thank you.